Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Aktivitäts. Ich bin die Nicole. Ich bin der Manuel. Und wir sind eure unabhängigen Sensi-Berater. Heute haben wir für euch die Wiff-Box vom April 2024 im Gepäck. Und ich muss sagen, die ist gescheiterweise schwer. Also die ist richtig, richtig schwer. Das ist jetzt die Wiff-Box. Die könnt ihr auch im Sensi-Club bestellen. Wir haben jetzt aktuell im April aber auch noch eine Wuff-Box. Da ist das komplette Pflegesystem vom Hund. Also was haben wir da? Wir haben da einmal Shampoo, dann dieses Entwirrungsspray. Und Duft. Denke ich, der glaubt, wenn der Hund muffelt, genau. In den Düften Chemitime drin und dann noch ein Hundespielzeug, kostet auch 50 Euro. Könnt ihr nicht in den Sensi Club reinpacken, die müsst ihr regulär bestellen. Die Wiff-Box könnt ihr natürlich im Sensi Club bestellen. In unserem vorhergehenden Video habe ich euch ein bisschen was zu unserem Sensi Club erklärt, aber wenn ihr jetzt sagt, ich möchte nur die Wiff-Box bestellen, dann habt ihr die Möglichkeit, die 10% günstiger im Sensi Club zu bekommen. Also sprich, ihr zahlt 45 Euro statt 50 Euro. Und dann könnt ihr gleich noch ein paar andere Produkte mit draufpacken. Und wenn er dann auf 85 Euro kommt, könnt ihr noch einmal ein Produkt zum halben Preis reingeben. Ein Verbrauchsprodukt. Und da könntet ihr zum Beispiel euch die Wiff-Box nochmal sichern. Also das ist eine ganz coole Geschichte. Und ich habe euch natürlich unten wieder den Link zur Wiff-Box und auch zum Sensi Club mit reingepackt, damit ihr euch das einmal angucken könnt. So, wir sind gespannt. Wir wissen selber noch nicht, was drin ist. Wir haben tatsächlich noch kein einziges Bild gesehen. Ihr wisst, wenn ihr das Video jetzt anguckt, wisst ihr, was im April in der Wiff-Box ist. Wenn ihr das Video noch nicht sehen wollt, beziehungsweise noch nicht sehen wollt, was in der Wiff-Box drin ist, dann solltet ihr jetzt abschalten. Alle anderen, herzlich willkommen zum Unboxing der Wiff-Box. Ach weh. Was heißt ach weh? Also sie ist gescheit schwer gewesen. Oh. Mhm. Oh. Naja, es ist doch keine schlechte Box, die ich jetzt da mal sagen, oder? Mhm. Ja, dann zeigen wir es Ihnen nochmal, was da drin ist. Um was es geht übrigens. Um was es geht. Machen Sie so richtig sauber. So, und jetzt wisst ihr, was drin ist. Frühjahrsputz, würde ich einmal sagen. Frühjahrsputz haben wir heute im Bulli übrigens gemacht. Und da arbeiten wir tatsächlich auch sehr, sehr gerne mit dem Counter Clean. Und jetzt zeige ich euch mal das Bild. Das ist der Flyer, der da mit drin ist. Und hinten steht drauf, wenn es Zeit für den Frühjahrsputz ist, haben wir genau das Richtige für Sie. Für Ihre April-Wiff-Box. Ihre April-Wiff-Box enthält die wichtigsten Reinigungsmittel, um Schmutz und Flecken mühelos zu entfernen. Ihr Zuhause wird im Handumdrehen glänzen und strahlen. Teilen Sie Ihren Auspackmoment mit dem Hashtag SensiWiffBox und @SensiEurope. Aber ich würde auch mal sagen, wir fangen mit einer zweiten Mal an, oder? Key Lime and Grapefruit. Das sind. Da weiß ich überhaupt gar nicht. Da muss ich mir erst mal schlau machen, was überhaupt für Düfte sind. Aus welcher Kollektion die sind oder so. Da muss ich ja schon mal abchecken. Welche Düfte das sind? Okay. Jetzt schauen wir uns erst mal. Wir fangen jetzt trotzdem mit den Putzprodukte an. Wir haben hier einmal drin einen Counter Clean. In Banana Leaf and Bamboo. Das ist so richtig schöner, grüner, frischer Duft. Counter Clean, ja, ist für uns eigentlich. Also wir nutzen nicht mehr den Counter Clean, sondern wir nutzen eigentlich den Allzweckreiniger. Aber ich empfehle euch immer, eine Flasche Counter Clean zu kaufen. Und dann, wenn ihr wirklich sparen wollt, denn der Counter Clean kostet 17 Euro, Schatz. 14,25? Pauschal. Ich weiß es jetzt auch nicht. Und der Manuel wahrscheinlich schon läuft nicht. So, hier habe ich jetzt die Seite. Der Sprühreiniger kostet 14,25. Ich weiß auch nicht, warum ich immer 17 Euro sage. Auf jeden Fall kostet der 14,25 Euro. Und es ist für mich der beste Schmutzkiller überhaupt. Was wir gerne damit putzen, das ist der Bulli.
Also im Bulli haben wir aktuell einen in Daydream Oasis, einen Counter Clean drin. Und das finde ich tatsächlich auch nicht schlecht, den Counter Clean im Bulli zu haben, weil der Counter Clean nämlich so eine Putzschicht, also eine Versiegelungsschicht drauf putzt. Und dann, wenn ich da mit unseren, da ist ja PVC-Boden drin, im Bulli, wenn ich den damit putze, dann wird der nicht so schnell dreckig, wenn man das immer wieder damit putzt. Ich nehme da halt einfach an nassen Lappen, also so putze ich mittlerweile auch in der Wohnung, aber mit dem Allzweckreiniger, mit dem Konzentrat mache ich das in der Wohnung. Man könnte aber auch den Counter Clean nehmen, den habe ich am Anfang genommen, bevor wir den Allzweckreiniger noch nicht hatten. Und ich nehme einfach einen nassen Lappen. Ich mache mal einen Eimer voll mit nasse Lappen. So putze ich mittlerweile in der Wohnung. Hab dann ein Spray mit Counter Clean oder mit Allzweckreiniger Mischung. Und dann nehme ich den Lappen, den nassen, und sprühe dann ein. Und dann putze ich damit. Und der dreckige Lappen kommt dann in einen anderen Eimer. Und wenn ich dann meine 5, 6, 7 Lappen durchgeputzt habe, dann kommen die alle in die Waschmaschine rein und werden gewaschen. Weil für mich ist es ganz schlimm. Also ich sauge ja vorher immer ganz gründlich. Der Manuel, wenn vorher die Wohnung gesaugt hat, das kann er sich eigentlich schenken, bevor ich putze. Weil ich saug immer noch mal drüber, ne? Damit da wirklich kein Haar oder irgendwas am Boden ist. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn ich zum Beispiel meine Haare, was lachst du denn da? Was lachst du denn da? Wenn ich zum Beispiel meine Haare zwischen den Fingern habe, da könnte ich speier. Da könnte ich in Arme rein speier, weil das einfach, da hebt es mich. Das finde ich ganz schlimm. Was lachst du denn da, Alter? Das findest du lustig, ne? Weil ich mache mal dann noch so schöne Geräusche. Ja, so macht, er macht dann immer so. Sag ich, hör auf, sonst komme ich, sonst hau ich dir eine rein. Genau, und ich empfehle euch halt immer, kauft euch eine Flasche von dem Counter Clean, von dem Sprühreiniger, wie er im Deutschen heißt. Was hast du denn so? Du findest es lustig, ne? Du könntest dich da kaputt lachen, ja, das finde ich ganz toll. Und dann kauft euch das Allzweckreiniger-Konzentrat, füllt 90 Milliliter in die Flasche ein, wenn sie leer ist, und den Rest füllt ihr mit Wasser auf. Dann habt ihr die allergleiche Reinigungskraft. Der Unterschied ist nur, dass diese Versiegelungsschicht nicht mit drauf geputzt wird. Aber auf manchen Flächen ist es halt einfach auch nicht wünschenswert, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel auf unserem Grill. Da brauchen wir diese Versiegelung, das schaust du so blöd. Weißt du, wie ein Statist wieder da hockst? Du kannst auch das Putzzeug erklären. Was lachst denn du? Putzprodukte, genau. Tolle Produkte. Ich habe sie lang verschmäht, das muss ich immer wieder sagen. Und seitdem ich sie benutze, bin ich auch wirklich total happy damit. Ich putze zum Beispiel die Küche damit. Wie die Küche? Ja, die Küche wird mit dem Counter Clean. Nach jedem Essen wird der Tisch mit dem Counter Clean. Ja, mit der Allzweckreiniger Mischung oder halt den mit dem Sprühreiniger. Das ist eigentlich wurscht, was ihr nehmt. Gerade am Küchentisch wäre es eigentlich nicht schlecht, wenn man dann den Counter Clean nimmt mit der Versiegelungsschicht. Und ja, weil dann putzt sich der folgende Dreck nämlich wieder leichter weg. So, was haben wir noch dabei? Gehen wir mal drüber. Dann haben wir einen Bathroom, also einen Badreiniger. In kann ich nicht lesen. In kann ich nicht lesen. Was ist denn das für ein Duft? Lemon Squeeze. Also das ist so ein richtig schöner, säuerlicher Duft. Und ich glaube, da ist auch ein Hauch Vanille mit drin. Das ist doch der Duft, den wo ich als Bar gern hab. Den haben wir nicht als Bar. Der, ne? Den gab's mal als Bar, ja, aber den gibt's nicht mehr als Bar. Es gibt aktuell nur die Putzmittel davon. Okay. Also das ist so richtig ein schöner. Wer will, dass es zitronisch rein riecht im Bad oder auch in der Küche, den gibt's in alle verschiedenen Richtungen. Warte da mal, ich schau mal geschwind. Das muss hier irgendwo scheinen. Nee, Stiegelerweiter vorn. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um Stunden. Jetzt habe ich es überblättert, ich Hirsch. Lemon Squeeze gibt es als Allzweckreinigerkonzentrat, als Badreiniger und als Sprühreiniger. Also als Counter Clean auch. Und als Allzweckreinigerkonzentrat. Genau, und wer es so richtig schön zitronig haben will, der ist hier halt gut aufgehoben. Aber nicht nur im Bad ist er gut, sondern auch in der Küche, ja. Als Kalkreiniger. Genau,
Im Waschbecken. Wir haben so ein dunkles Waschbecken und wir haben sehr, sehr kalkiges Wasser und unser Waschbecken schaut nach zwei Wochen aus wie Sau. Obwohl wir es immer sauber machen. Ja, das ist aber dieser Kalk, der frisst sich so richtig daran und dann muss ich wirklich mal mit dem Badreiniger drüber gehen. Also wir haben wirklich eine Flasche Badreiniger im Bad stehen und eine Flasche Badreiniger in der Küche. Und ich habe euch vor kurzem auch ein Reel hochgeladen mit dem Badreiniger. Ich habe meine Duscharmatur in der Dusche im Bad mal richtig schön verkalken lassen. Auf der Seite, wo es heiße Wasser ist, war das richtig fest und habe dann das mit dem Badreiniger eingesprüht und habe es einwirken lassen. 10 Minuten, also mindestens 10 Minuten. Wir haben hier einen Reiniger, der ist biologisch abbaubar und er arbeitet auf der Basis von Zitronensäure und die braucht halt eben Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten. Also lasst das mindestens 10 Minuten einwirken im Waschbecken, wo auch immer ihr das benutzen wollt, wo ihr sehr kalkige und halt auch so verschmutzte Stellen habt. Ne? Seifenreste lagern sich ja auch ab und so. Lasst es dann einfach 10 Minuten einwirken. Es ist wirklich ein tolles Putzprodukt und was ich festgestellt habe, er greift die Armaturen nicht an. Ich habe eine Armatur im Bad. Da habe ich einen anderen Reiniger verwendet und der hat mir tatsächlich diese verchromte Schicht, die da drüber ist, aufgefressen und da habe ich jetzt wie so dunkle Rostlöcher drin. Also es schaut nicht schön aus, aber ja, das ist jetzt halt einfach so. Also kann ich euch nur empfehlen, diese Produkte. Und dann haben wir noch was dabei. Für mich. Für dich. Für den Mann zum Aufspülen. Ja, mein Mann ist der Aufspüler bei uns. Und zwar, Spülmittel. Ne? Zum Handspülen. Washing Up Liquid in Pink Sunshine. Okay. Ich komme mit dem Duft jetzt. Nee, den. Nichts anfangen. Gibt's noch nicht. Aktuell. Ach, ich vermute, dass das was aus der Sommerkollektion ist. Wir haben ja noch keine Infos. Du kannst das schon aufmachen. Das machen wir sowieso auf. Da tue ich dann vielleicht aber Bröbchen machen oder so. Kann man dir helfen? Die Verpackungen sind blöd. Gell, Schatz? Also die sind richtig gut verschweißt. Und... Aber du hast doch schon reingedrückt. Und wir machen es jetzt eigentlich immer so. Wir nehmen ein Messer, schneiden einmal so rein. Und einmal so. Und dann machen wir in der Regel die Dinger wieder drauf. Aber gerade beim Spüli funktioniert das halt nicht. Weil mir da kann. Aber du hast doch dort da das Ding, da geht's doch auch. Ja, aber das geht ja nicht durch, wenn das nicht offen ist. Das würde ich jetzt nicht einmal sagen. Meinst du? Top. Naja, ich würde das schon gerne runter machen. Also das ist echt der Gefutzel. Da hätten sie schon so eine Abziehlasche hinmachen können, finde ich. Da waren wir, glaube ich, eine Zeit lang auch nicht dran. Weiß ich nicht. Eine. Nur so Mini-Fuzzi-Dinger. Solche, genau. Also meine Finger stinken jetzt, also riechen jetzt. Sehr gut danach. Oh, der ist auch sauer. Da ist Grapefruit, glaube ich, mit drin oder sowas, oder? Der ist sauer. Der ist nix. Schnell ein Tuch. Der ist nix. Für den Manuel. Ja, aber deswegen nimmst du nah zum Abschluss. Deswegen nehme ich ihn auch, weil... Kann ja Abruben draus machen. Aber der ist. Weil, wenn der dann in der Sommerkollektion. Also, meine Vermutung ist, der kommt in der Sommerkollektion. Rhabarber? Nee. Also, ich bin eher auf entweder so Blutorange. Ja, Blutorange nicht, dann schon eher Grapefruit, aber Blutorange nicht. Wir haben ja auch zum Beispiel auf der World Tour Pink Sunshine. Ich glaube, als Sprühreiniger bekommen oder irgend sowas. Ich glaube, das ist auch schon Sommerkollektion dann gewesen. Wenn ich jetzt das sehe, schließt sich hier der Kreis wieder. Also das hasse ich. Ja, das also nicht nur euch geht's so, sondern uns auch. Ich bin halt... Kannst du jetzt schon lassen. Ich bin halt sehr monkig veranlagt. Ja. Wenn ich was abfriemel, dann muss das ganz abgefriemelt werden. Da darf nichts drauf bleiben. Kaffeezahler. Häng halt deine Nase rein. Also ich finde... Schatz, es war keine Absicht. Das war Scheiße. Ich rieche jetzt nach Pink Sunshine. Also ich habe jetzt einen schönen Duft in der Nase. Scheibenkleister. Was lässt du drinnen? Es tut mir leid. Musst du das nicht rausschneiden? Was ist das? Ich hätte es nicht rausgeschnitten. Mm-mm.
Ach so, ja, jeder wissen, warum du jetzt den Schlotz auf dem T-Shirt ja. hast, oder was? Genau. Scheiße, das tut mir echt leid, das macht's kapsig. Zu mir sagt immer, bei der Dusche gehst, drück nicht drauf. Ich hab genau immer davor. Genau, das, da hat sie immer Angst, dass genau das passiert, was jetzt passiert. Aber man ist. Drückt immer drauf, damit er wenig so die. Ja, jetzt habe ich. Das ist so, dass ich jetzt gerade eine Waschmaschine wäschen eingeschmissen habe mit Dunkel. Aber das ist Wäsche. Schwarze Wäsche, das ist keine schwarze Wäsche. Das fliegt an, die schwarze Wäsche rein. Echt? Ja. Das ist altes Engelbert Strauß-T-Shirt. Mein Mann ist der Aufspüler und der Wäschewascher. Also Leute, ich weiß echt nicht. Also ich vermute, dass Grapefruit oder irgendwie Blutorange oder irgendwas in der Richtung drin ist. Es steht da keine Duftbeschreibung drauf. Drauf, ich weiß es nicht. Ich muss dann erst einmal Hände waschen, weil ich bab jetzt komplett. Brauchst du jetzt eine Wäsche? Brauchen wir Pause? Nein, wir machen jetzt weiter. Live on stage. Mehr live sind wir nicht. So, ich habe jetzt aber mittlerweile herausgefunden, was der eine Duft ist. Den machen wir zum Schluss. Das ist nämlich der Duft des Monats vom nächsten Monat. Mai. Und dann haben wir nämlich hier noch einen Duft. Key Lime and Grapefruit. Und da mir der so überhaupt gar nichts sagt, vermute ich, dass der aus der Sommerkollektion ist. Der kommt erst. Ja, aber da steht noch nichts in die Neuigkeiten. Ich denke, das wird ja schon im Laufe des Monats kommen, dass es ab Mai oder Juni dann... Boah, ist der geil. Ist der gut. Der ist gut. Der ist gut. Da muss ich jetzt einmal reinigen. Ich habe jetzt bloß so einmal so... Oh, Lime und Grapefruit. So. Oh. Der ist gut. Oh. Schön. Oh. Der erinnert mich aber an... Ist da Wachs drin, ja. Irgendwas. Da muss gleich ein Ding in die Duftlampen. Oh. Doch, der ist gut. Der ist sehr gut sogar. Also der könnte clubverdächtig werden. So, pass auf. Der kommt jetzt so klein in die Duftlampen rein. Weil der, das ist der nächste Duft für den Sensi Club. Ja. Der ist toll. Also wirklich. Der ist gut. Lime und Grapefruit, aber nicht Klostein. Gar nicht. Sondern richtig so. Der da könnte auch noch was Kokosnussiges mit drin sein. Der erinnert mich an irgendwas, ich weiß kaum, aber jetzt nicht. Also der ist nicht so krass sauer, sondern der hat da was Samtiges mit drin, oder? Könnte vielleicht Vanille oder auch Kokos sein. Dem Coco-Lime macht er auf jeden Fall Konkurrenz. Oh, der ist sehr gut. Coconut Lime. Lime Coconut oder wie der heißt, ist der besser. Ich weiß jetzt nicht, ob da Kokosnuss mit drin ist, aber es ist irgendwas... Tolles Cremiges also, mit drin. Also bin total begeistert jetzt gerade im Moment. Ich auch. Du auch. Hat sich das schon wieder rentiert? Es tut mir leid. Das war wirklich keine Absicht. Ja. So. Und dann haben wir noch einen Duft in der Whiffbox drinnen. Und zwar ist es der Duft des Monats vom Mai. Nächsten Monat. Blooming Marvelous. Ich habe so das Gefühl, dass blooming, das ist blumig ist. Also blooming ist für uns ja schon immer so, der lässt mir da mal ausbacken, der hat gleich seinen Nosen drauf. Ja, so schlimm bilde ich mir jetzt ein. Was ja, ich jetzt gerochen ist er echt nicht. So blumig riecht der jetzt auch gar nicht. Der ist total, ich rieche da jetzt, ganz ehrlich, gar nichts. Nee, ich kann ja nichts riechen, ich habe ja... Aber Lime hast du ja... Ich kann ja nichts hin. Lime hast ja als hat auch. Also ich hätte jetzt gerne eine Runde Mitleid, gell, dann später. Bitte in den Kommentaren eine Runde Mitleid für den Manuel. Ja, weil ich seh überall aus, hier alles. Ist ja nur Spüli, Schatz. Ist nur Spüli. Da brauchen wir dann kein Waschmittel mehr. Wahrscheinlich in der Waschmaschine, sonst schäumt es. Also wir sind da gar nicht dazu gekommen, was zum Spülmittel zu sagen. Ist sehr, sehr ergiebig. Also man braucht da wirklich nicht viel. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, mein Mann säuft das Zeug. Aber man braucht wirklich nicht viel zum Abspülen. So ein kleiner Sprutz langt da vollkommen. Man kommt da wirklich sehr, sehr weit damit. Rieche ich nichts, tut mir leid. Ja, ich rieche jetzt bei auch nichts, ne? Vielleicht in einem erwärmten Zustand, dass ja, er dann wegen kann was ich, kommt. Ich kann euch jetzt nicht sagen, nach was der riecht, weil ich echt nichts rieche.
Also weder Blume noch sonst irgendwas. Vielleicht riechen wir den auch nicht. Vielleicht ist es so ein Luna-Duft-Verschnitt, weil den riechen wir ja auch nicht, den Luna-Duft. Jede Nase also ist anders. Riecht also nach absolut nichts. Nichts. Also bei Luna geht es mir tatsächlich auch so. Eine ganz leichte Parfum-Blumennote. Aber richtig leicht. Da muss ich schon wirklich sehr stark hinriechen. Ja. Ich kann es euch nicht sagen. Also der riecht wirklich sehr schwach. Jetzt passt's auf. Blooming Marvelous. Frühlingsblüten tanzen in der Sonne neben reifen Johannisbeeren und sanften goldfarbenen Ambernoten. Also Amber riechst doch eigentlich raus. Ja, sanft. Naja, das ist aber dann schon sehr sanft. Also den müssen wir warm verdüfteln. Den müssen wir echt warm verdüfteln. Ich blende euch ja mal hier das Bild noch mit ein dazu, aber den müssen wir tatsächlich warm verdüfteln. Nee, ich riech den auch nicht. Und wenn ich jetzt hingegen wieder Leim und Grapefruit... Ist einfach toll. Der ist richtig toll. Der ist richtig toll. Richtig gut, richtig lecker. So, jetzt rechnen wir mal aus. Jetzt muss ich mal mein Handy herholen, was die ganze Sache kostet. Ich weiß jetzt nicht, was das Spüli kostet. Was kostet ein Spüli eigentlich? Da muss ich jetzt einmal nur geschwind nachschauen, was der reguläre Preis vom Spüli ist. Steht doch drauf, ne? Nee, weil den haben wir ja, Spüli haben wir ja regulär in meinem Sortiment drin, so? Leider Gottes, ja. Okay. Jetzt lassen wir mal schauen, ich glaube in der Schatztruhe sind welche drin noch, aus der Herbstkollektion. Da muss ich jetzt einmal geschwind nach dem Preis schauen. Schabüli, 14,25 kostet es auch regulär. Da ist nämlich noch Spülmittel Fiesta Leim drin, auch ein sehr, sehr schöner Duft. Ja. Ich rechne. Nee, ich habe doch jemanden da schon hier. 14,25 plus Badreiniger 14,25 plus Sprühreiniger auch 14,25 plus 2 Bars sind 8,50 mal 2, 17. Jetzt sind wir bei 9,75. Also ihr habt hier einen Mehrwert von 9,75 Euro. Fast 10 Euro. Das ist drin Badreiniger. Sprühreiniger. Spülmittel. Der neue Duft von Mai. Und der geile Leimduft. Ja, von dem wir noch nicht wissen, wann er kommt, aber wir vermuten jetzt, dass das. Kann ich wirklich jedem. Frühlings- oder in der Sommer. Frühling haben wir ja jetzt schon Sommerkollektion kommen. Ich kann dir wirklich jedem nur ans Herz legen, ja, der muss so der auf Limette, auf. Also der kommt auf jeden Fall in den Sensi Club, da bin ich mir sicher. Und wenn ihr dafür einen anderen rausschmeißt, Happy Birthday vielleicht wieder. Ja. Kannst rausschmeißen, was du willst. Kommt der rein. Finde ich jetzt sogar schöner wie Fiesta Lime. Ja, Fiesta Lime ist für mich ja so beißig. Nein, Fiesta Lime nicht. Fiesta Lime ist Limette und Ingwer. Wer war denn da so beißig? Der Coconut Lime. Achso, okay. Der war das. Aber da ist der tausendmal besser. Gut, das war's jetzt für heute. Den Manuel schicken wir jetzt dann. Neues T-Shirt ausziehen. Sich sauber machen. Ja. Die Nase ausputzen. Natürlich. Wolltest du noch Nasen drin haben? Ja. Kannst du ja dann noch einmal nachschauen. Ja, muss ich ja. Ich muss das Video bearbeiten. Nein, dann habt ihr wenigstens wieder was zu lachen gehabt. Ne? Habt ihr wenigstens was zum Lachen mit meinen Nasen? Genau. Genau. Na gut, wenn euch gefällt, was wir hier so tun, dann lasst uns hier gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert unseren Kanal. Und drückt die Glocke, damit ihr keins unserer Videos mehr verpasst. Gut, wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei dem Video. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder in einem unserer nächsten. Also dann bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao. Tschüss.